Ja, ich kann mir das selber auch nicht erklären. Wir haben ja ein Crewmitglied, das hatten wir ja gekauft an der Starbound und Dating-Agentur, eine Frau. Als ich Frau sagte, habe ich leider nicht spezifiziert, dass die nur zwei Augen haben soll. Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt machen wollten. Neuer Tag, 1.12. Mein Inventar ist irgendwo in einem Nitrogensee versunken. Warum auch immer. Die 1000 Schleimblöcke und so sind wir los. Aber egal, wir haben ja ein paar Ressourcen. Wir könnten jetzt in der Siedlung den Standardbauteil ausreißen und neu aufbauen oder die Viehhaltung machen oder die Story vorantreiben. Ich bin mir da gar nicht sicher. Vorhin hatte ich noch eine Idee, die habe ich schon vergessen, weil ich begeistert die Nachrichten gelesen habe. Politik ist eben doch sehr spannend. Ob wir das alles abreißen, die Automatisierung nochmal aufbauen, weiß ich nicht, ob ich hier da hoch motiviert bin. Könnt ihr das mal bitte so machen? Danke. Ja, wir haben diese Assembly Line, die ist auch ganz interessant. Heißt, wir stellen etwas rein, geben die Materialien, dann stellt er es her. Ob das mit Grundmaterialien, der die zusammencraftet, weiß ich gar nicht. Also wenn wir irgendwas, Nahrung zum Beispiel machen, wäre meine erste Idee gewesen. Zum Verkaufen, dann automatisierten Verkaufen oder so. Wäre eine Option. Oder Futter herstellen, da das ja nicht schlecht wird. Wir können es auch so craften, aber da wir Instant Crafting haben, macht sich das keinen Sinn. Außer wir machen Alkoholproduktion. Indem wir nämlich die Sachen bringen, dem sagen, was er herzustellen hat, und dann produziert er die. Und dann kommt die per Automatiksystem in die nächste Kiste. Dafür brauchen wir wieder so eine Transfer-Devices, von denen wir, glaube ich, noch zwei haben. Oder sind die jetzt mit den Abgründen? Eins haben wir noch. Oh, super. Und die brauchten auch Teleporter-Core, wenn ich mich irre. Gucken wir mal. Ja, also der Rest ist ja wurscht, aber Teleporter-Core. Und ratet mal, was man für die Herstellung von Teleporter-Korn braucht. Ihr ahnt es schon wahrscheinlich. Wenn ich sie finde. Ne, finde ich nicht. Da. Durastahl. Okay, Moment, die sind ja billig. Das muss ich mir mal kurz irgendwo notieren. Hätte ich vorbereiten können. Dura 3. Batterie 2. Graphen 5. Das ist ein bisschen viel. Und Quantum-Prozessor 1. Ich kürze das ab, sonst würde ich das nie und nimmer so schnell aufschreiben. Das heißt, wir könnten hier das ganze Hauszeugs abreißen und dann, ja, wäre jetzt so Sinn und Zweck der Sache. Wir fangen mal mit dem an, was wir wahrscheinlich am wenigsten haben. Graphen. Fresh. Fresh. Wir haben also 277. Fresh. Das ist jetzt nicht die Welt. Wären also 40 dafür. Mal alles mal 40. Okay, weiter geht's. Dura. Wir brauchen exakt 120. Dankeschön. Jetzt hängt das wieder ein bisschen. Geht klar. Und dann Batterien haben wir mit Sicherheit gar keinen Vorrat. Die müssen wir herstellen. Das könnte jetzt gleich teuer werden. Okay. Wie sieht es aus mit Quantumprozessor? Prozessor? 39. Wir brauchen einen jeweils mal 40. Ne, was habe ich gesagt? Mal 40, ja. Ich weiß euch. Queste. Alle, bitteschön. Was brauchen wir, um Quantenprozessor herzustellen? Den Eden stellen wir jetzt manuell her. Und gut ist. Silikonboard und Photosite. Oh, ja, leck mich doch an. Ich mache das jetzt wie immer mit euch dran, damit ihr auch mal ein bisschen was davon erlebt hier und ein bisschen Spaß habt und so. Silly. Eigentlich wollte ich Silikonboard, aber gut, das tut's auch. Und wenn wir schon dabei sind, Copper. So, jetzt brauchen wir Batterien. Und zwar 80. Ach du Schande. Wirklich?
Na gut, was brauchen wir für Batterien? 80 Goldborn und 200 Sulfuric Acid. Also 80 Goldborn ist das kleinste Problem dabei, so merkwürdig das auch klingt. Wie ihr seht, buchstäblich das kleinste Problem. Die Sulfuric Acid mal 200 könnte jetzt ein Problem werden. Okay, doch nicht. Zack, rein, dann bauen wir ein bisschen was an. Mache ich jetzt wirklich 40 Batterien, bin ich komplett behämmert? Nein, ich mache 41. Jetzt kann ich eine ganze Menge Teleporter-Core herstellen. Für das Item-Transfer-Device. Also, hatte ich nie noch ein paar. Wenn ich jetzt noch welche hatte, drehe ich durch. Wahrscheinlich hatte ich noch welche. Wenn es gleich hier vorne. Nee, hat er nicht. Gut. War also so oder so nötig. Oh, wir brauchen Sulfuric Acid schon wieder. Ich könnte mal das Starmon-Wiki aufmachen im Hintergrund und euch gleich mal sagen, was wir dafür brauchen. Was ist das hier? Achso, Schule. Sulfuric Acid. Dankeschön. Bei Extraction ist mir schon klar. Schwefel und ganz große Probleme, nehme ich an. Können wir also jederzeit wieder herstellen. Gut. Item Transfer Device. Was brauchen wir jetzt? 20 Elektromagneten, 20 Silikonmords, Eisenbahn, Laser, Jod und Glas. Gut, klar. Könnte ich ja hier direkt machen, sagen wir. Scheiß drauf, wir haben da eh alles. Laser. Refresh. Oh komm, das kann nicht sein. Ja, lecko mio. Die habe ich dann ja alle mitgehabt, oder? Das ist so blöd, kann ich mir unwillig gewesen sein. Ich stelle mal kurz ein paar Silikonmords her. Wie viel auch immer. Haben wir so viel? Wir haben hier mitkriegen. Wir brauchen noch 20 Eisenbahn, 20 Laserdioden und Glas. Für die Laserdioden. Eisenbahn kann man nicht Glas. Glas. Wir brauchen generell Glas. Wir haben ein Glas. Egal. Quest. Reicht wahrscheinlich hier mal. Klar nochmal. Dann Clear Inputs. Oxy. Und was kam? Gute Frage. Das war Carbon. Drück einmal in drei Buchstaben von. Quest. Und von mir ist noch Iron Wars. Das glaube ich. Sollten wir jetzt nicht unbedingt Mangel haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann stellen wir noch kurz ein paar Laserdioden in die ganzen Quatsch her. Unten läuft jemand hinterher. Warum auch immer. Klein paar mehr. Dankeschön. Noch. Schnell vergessen. Haben wir alles? Okay, wie viel? 20. Dankeschön. Warum habe ich das jetzt gemacht? Automatisches Item-System. Wollen wir die Assembly umstellen? Frage ist, was stellen wir her? Nahrung? Nee. Alkohol automatisieren und dann mit Transfer-Device in eine Stufe nach der anderen. Jetzt haben wir das alles vollkommen sonst gemacht. Jetzt machen wir nämlich die Tierhaltung da hinten. Denn die haben ja in der letzten Folge irgendwann einmal einen Großvorrat an... Oh, Research. Großvorrat an Titanium-Türen gewonnen. Tschüss. Komm. Springt Manuel, auch nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir die Türen gar nicht mehr, oder? Doch, doch, doch. Wo sind die Türen? Die hatten unten reingehauen, ne? Zum Bauen. Hier nicht, das ist das Futter, das uns nicht interessiert. Hier. Brauchen wir nicht, brauchen wir mal die Türen. Also irgendwie stört mich gerade die Beleuchtung in meinem Zimmer. Beleuchtung später. Wenn ihr mich interessiert, jetzt alles gar nicht. Grabber. Habe ich Grabber? Die habe ich hier im Inventar irgendwo, ne? Glaube ich. Wie auch immer die aussahen. Ach Gott. Stimmt, wir werden wahrscheinlich manuell suchen oder so. Wir sind hier schon mit drin. Ne, kann eigentlich nicht sein. Oberkiste. Wir werden es rausfinden. Erstmal die Türen. Damit die Viecher nicht auf die Idee kommen, hier auszurasten. Reißen, ihr wisst schon.
Warum habe ich hier einen Fahrstuhl eingebaut? Egal. Wer braucht denn schon sowas? Niemand hat die Absicht, einen Fahrstuhl einzureißen. Oder zu richten. Ach komm, okay. Wieso kann ich das nicht nach unten? Oh, ich hasse euch. Nach oben kann ich es. Das ist schon etwas merkwürdig. Komm, ja, ihr könnt komm, hoch, gar nicht so lange hier fackeln. Zack, und die letzte Tür. So, wow, hätte sogar gereicht, wer hätte das gedacht. Brauchen wir zwar jetzt alles gar nicht, aber sie sehen einfach so schön aus. Na, kann ich nicht mal mehr abbrechen. Ich habe die Schienen nach oben uns automatisch weiterführen, weil sieht halt schön aus. Mal hier runter, ich habe zu tun. Atom Transfer Device, könnte man hier oben mal hier ran. Wassergenerator müssen wir noch. Hier sind die Schwartex mit drin, ich weiß nicht wieso. Das wird schon schlecht, das ist scheiße. Das heißt, wir bräuchten mal kurz die Fridges dann. Was macht die Kuh hier schon wieder? Deswegen will ich nämlich die Grabber, dann haben wir dann. Zimmer. Dankeschön. Ne, haben wir hier nicht drin. Warum hier keine Grabber? Wie sehen die aus? Ich habe keine Ahnung. Battery Grabber haben wir sie doch, meine Fresse. Total über. Dreimal hingeguckt und trotzdem übersehen. Komm her hier. Pass Tracking auch gleich noch irgendwo rein. Weil man weiß ja nie. Chicken Feeder von mir aus. Zieren, komm. Das sind die Troughs, genau. Jetzt so. Ah, hier sind noch nicht mal Fenster drin, oder? Da war noch was. Wo sind die Blöcke? Jetzt habe ich natürlich die ganzen Panels in hier und so, oder? Sind die jetzt mit draufgegangen? Ich weiß es gar nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Oh ja, sind sie. Oder haben wir die woanders abgelegt? Weiß doch nicht jemand. Hat sich das hier jemand gemerkt? Nee, warum auch? Hör auf dir zu. Du bleibst am besten dort oben, genau. Da kommt nur Forschung. Hier war das Baumaterial. Damit wir das auch mal abgehakt haben. Zack. Brauche ich so viel? Wahrscheinlich nicht. Egal. Glas brauche ich in jedem Fall ganz viel. Obwohl ich wahrscheinlich das Glas gerade nehmen werde, aber egal. Daraus bauen wir hier dann wahrscheinlich das Gerüst für die Industrieanlage. Unwichtig, aber ich nehme es mit. Das vorsichtig aber auch mal. Das brauchen wir alles nicht. Also doch für den Zwischenstufen, oder? Also ist hier nichts drin. So. Bleibt hier, gar nichts. Muss man mal wieder sortieren. Dann geht's wieder los. Hab ich jetzt die ganzen Erze verloren, fällt mir gerade auf. Naja, so viel waren es nie. Diamantensuche und so, ne? Ist schon unterhaltsam. Achso, ich habe den Precision Ore Detector gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Der ist jetzt Stufe 3. Der ist jetzt auf Diamanten eingestuft. Also, wenn es in der Nähe Diamanten gibt, weiß ich das. Und ich habe den Heimatplaneten mal unten ein bisschen. Ich will nicht sagen ausgehöhlt, nennen wir es einfach wirtschaftlich eingerichtet. So. Jetzt wieder dahin und jetzt müssen wir mit Panels arbeiten. Panels. Gleich mal hier hinlegen und die Fenster. Und den, das war falsch, den Relocator Mark 2 könnten wir auf Mark 3 arbeiten. Fällt mir gerade auf. Warum habe ich den noch nicht erweitert? So, das heißt, wir machen das Fenster hier größer, respektive den, die Wand dahin kleiner. Noch in der Reihe. Wir werden auch so einen hübschen Zwischenwand haben. Hier können wir ohne Tür, werden wir aber nicht machen, sondern hier werden wir jetzt den Grabber einfügen. Geht das bis hierhin? Da will ich nämlich auf jeder Seite dann zwei Viecher, also dass immer drei Viecher rumhopsen, automatisch gefüttert werden und ich hier gar nicht mehr rein muss. Das ist Massentierhaltung per excellence. Hier, Tür zu. Warum steht der auf dem? Habe ich bestimmt angetippt, deswegen steht das Figürchen da rum. Bitte keine Death Blossoms werfen, das wäre jetzt blöd. Grabber. Grams Items, achso, Stufe 3, ne, klar. Weil. So, wie ging das jetzt? Habe ich schon vergessen. Input Power Switch, Output Item Network. Genau. Dafür brauchen wir dann Item Network Zeugs und zwar.
Machen wir die Repeater. Ich habe keine Repeater mehr. Dann werden wir uns die gleich bauen. Aber egal, erstmal eins nach dem anderen. Ich stelle gerade fest, dass mit Titanium-Panels da sieht ein bisschen ungleich aus. Aber gut, wir können auf einer Seite Troughs, auf der anderen können die Viecher stehen, und gut ist. Und Titanium-Panel fegen. Storage-Bitch V2, wieso habe ich keine V1 hier so? Ne, das ist ein Railbumper, was machen die jetzt hier? Ah, na dann gehen wir mal schnell herstellen. Wir brauchen Storage-Bitches, wir brauchen Repeater. Geht so. Dankeschön für die Milch, die wollte ich unbedingt haben. Ne, du bleibst hier, ist besser. Ah, dann später noch die Seeds, damit das voll automatisch füttert. Oh Gott ist. Der müsste jetzt eigentlich immer viermal Wasser, genau. Die ich hier eingestellt habe, die kann auch von mir jetzt volllaufen, ist vollkommen egal, weil alles andere muss Ressource werden, wieso wird's nicht? Achso, weil ich da hinten die Dings noch nicht eingestellt habe, ne? Wie sind der die nicht mal raus? Müsste doch eigentlich. Und nicht nur hier dran, sondern. Also nimmt das Ethereum und Zeugs auch nicht? Was ist denn jetzt los? Was ist denn für ein Grammar hier? Type Liquid. Ah, deswegen, du sollst ja nicht die Dings da. Ja, okay, ist in Ordnung. Manuel. Ach ja, und wir haben eine quasi unendliche Giftmaschine. Also Liquid Mixer ist für bestimmte Dinge, habe ich dann nicht ganz durchgeschaut, was war's, aber am Beispiel mal kurz demonstriert. Dankeschön. So rum. Da müssen wir wieder nachgefiltert, ne? Gift und Wasser ergibt dann Gift, logischerweise. Also ich weiß nicht wofür, aber wir haben eine unendliche Giftquelle. So oder so jetzt. Kostet zwar Strom, aber Salz. Werdet ihr mal zur Abwechslung das hier mit nach oben nehmen? Das wäre klasse. So, das muss man dann ab und zu mal. Könnte man auch wieder automatisieren, werde ich noch besser einstellen, mit Sicherheit, aber egal. Für den Moment läuft's. Ich brauchte Storage Bridges, haben wir gar keine mehr, oder? Wie sieht das da aus? Düster. Ich weiß, es ist so dazu, oder? Version 2 für Item-Netze. Okay, wir brauchen Storage Bridges. Ja, Laserdioden, Elektromagneten, geht noch. Sollte jetzt nicht das ganz große Problem sein. Zack. Laserdioden. Zack. Dankeschön. So. Colony Drain Collector. Macht im Moment gar nichts. Schade eigentlich. Spout. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Repeater. Links together so Silicon Wurz brauchen wir so oder so. Geht klar. Dann machen wir noch mal kurz 179. Ist ja nicht so, als ob es uns an Silikon mangeln würde. So, wir brauchen Storage Bridges. Und zwar die normalen, nicht die Storage Bridges zu, weil das macht keinen Sinn. Zumal die Capacity-Sensoren, glaube ich, teuer waren. Waren das nicht die? Naja. Ja, zwei Eisenbahn Silikon. Also, jetzt auch nicht teuer, aber. Partially or fully filled. Place near object placement point. Warte mal kurz. Capacity-Sensor. Der hier. Output 1, partial fill output. Two, partial fill output 2, complete fill. Teilweise oder komplette Füllung? Was will ich denn mit teilweiser Füllung? Wenn nur, wenn der Stack voll ist, sozusagen. Was merkwürdig ist, egal. Repeater war für Strom. Davon haben wir noch 4. Ist jetzt ohne die Welt. Die Inventory Network nutzt. Das sind die, die wir brauchen. Das waren die Relay-Dingsbums hier, ne? Ja, sehen sich so ähnlich. Repeater. Ich muss was essen. Habe ich jetzt Storage Bridges dafür verbraucht? Nö. Komisch. Wo sind die? Das ist ein Repeater. Hatte ich nicht Storage Bridges gerade eben gemacht? War da nicht was? Oder? Habe ich mir das eingebildet? Ja, wir essen ja schon was. Ist ja gut. Falls wir auch noch was zu essen haben, hier. Pfirsich bitte. Ist auch eine Birne. Schmeckt immer gut. Das Futter werden wir jetzt nicht essen, denke ich. Das wäre weniger interessant. Hier. Apfelkuchen. Ein bisschen Kaffee. Kann nie schaden. Viel zu viel verbraucht, was Deadly Heat. Ja. Oh, müssen wir mehr von machen.
Glow and Burn. Bang, bang, bang. So, nochmal. Items. So, wir haben 10, wo ist denn das? Das sind Power Relays, das habe ich bekommen. Das ist die Storage-Version 2. Wo sind die Version 1? Haben wir nicht gerade welche? Bin ich wirklich zu blöd, mir das zu merken? Elektromagneten. Geht vielleicht ein bisschen viel auf Anhieb. Sagte er und machte 100. Storage Bridges. Wahrscheinlich haben wir noch irgendwo eine Kiste, irgendwo welche drin. So. Brauchen wir nicht. Iron Bar. Lasertür können wir noch ein paar herstellen. Spaß und Freude. Nee, komm nicht, was fehlt denn? Das ist wieder Eisenbahn. Es fehlt uns an vielen, aber an Eisenbahn wird es uns jetzt nie fehlen. Das kann ich euch versprechen. Dann machen wir die mal kurz. Klicken auf Refresche, danke. Das hängt schon wieder ein Weilchen her. Ja, damit. Oh, ein paar haben wir noch, ne? 8000 oder so. Kann das ganze Land, der ganze Planet mit Eisenblöcken voll vor das dann ja, oder? So. Haben wir davon noch ein paar? Kein blassen Schimmer. Ja, 66, das war's also nicht. Laserdioden. Ja, mach halt noch 500. Ist doch egal. Und. Brauchen wir noch Storage Bridges. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug fürs Erste. Die sind Gott sei Dank nicht so teuer. Kühlschränke, Storage Bridges zum Anbringen, Automatisierung, Stromquelle. Da haben wir noch was. Denn wir können jetzt gleich mal gucken. Also wir haben ja die 4000 Watt Power-Einheit, die könnte man eigentlich oben aufs Dach stellen. Gut ist, aber ich will... Nein, Quantenreaktor brauchen wir. Fusionsantrieb, was brauchen wir dafür? Alloy, Nuclear Core, Uranium Rod. Wenn ich das Ding da oben hinstellen, ist gut. Oder wir machen hier... Solar Tower, brauchen wir zwei Solar Panel für. Oder Solar Rays, dafür haben wir zwei Solar Panel. Also wir brauchen vier Solar Panel. Mein Zettel hier, die... Notizblock ist hier übrigens hier diese kleinen Mini-Heftchen. Ne? Also wir brauchen nochmal für einen Solar Tower. Stellen wir einen hin, da ist Ruhe. 15 Watt, das reicht für die. Da brauchen wir gar nicht. Solar Array. Wie viel macht der? 8,5 Watt. Was brauchen die Hydro Trays? Weiß ich gar nicht. Habe ich gerade keinen im Inventar. Egal. Wir machen mal kurz zwei Solar Panel fertig. Brauchen also 20 Tungsten. 20 Silber. 50 Silikon, oh je, das wird schwierig. 2 Silikonboard, wow. Und 10 Copperwire. Haben wir schon. Also Silikon 50 und dann Silber und so. Das Gift kommt schon raus, das finde ich schön. Iron Bar, das sind Tungsten, die nehmen wir mal kurz. Das hängt gleich wieder, dankeschön. Das Thorium soll hier gar nicht ankommen, nur mal so nebenbei. Ohr soll hier grundsätzlich keins ankommen. Das eigentlich, könnte jetzt andere mit rein, wieso landet das immer hier? Egal, was wollte ich noch? Silber? Gehen wir kurz die Hälfte her, dankeschön. Tungsten haben wir und Silikon. Dann nehmen wir nochmal diese 327. Sortieren wir kurz ein bisschen Gift ein. Reicht uns. Fürs Erste, weil Gift braucht noch, um irgendwas herzustellen, das wird uns also fürs Erste reichen. Rate ich jetzt einfach mal dumpfrig. Ja, am besten einen Kühlschrank. Jetzt ein bisschen dumpfrig. Ich habe jetzt aber hoffentlich nie alle Bahnen abgelegt, oder? Nee, gut. So, dann stellen wir mal kurz her. Was fehlt uns noch? Achso, Silikonwurz. Haben wir die nicht gerade eben im Großverrat? Jetzt haben wir keinen Copperwire, die braucht man nicht, gut. Doch. Doch, natürlich braucht man Copperwire. Dann stellen wir halt noch ein paar her. Ich habe kein Kupfer, also holen wir uns Kupfer. Seht ihr, das ist der Vorteil, wenn man irgendwann einmal keinen Mangel an Ressourcen hat. Apropos, ich habe Copperwire im Großvorrat, dann muss ich mal nicht bescheuert. Also irgendwann müssten wir das auch mal verbrauchen, was wir hier herstellen. Nehmen wir doch noch diese 5000. Ich denke, die reichen noch ein bisschen. Das Erste. So. Können wir herstellen. Eins zu wenig, okay. Dann stellen wir das Vierte jetzt auch noch her und machen daraus nichts Bums. 6 Silikon, na, aber selbstverständlich, wenn das fehlt, dann wollen wir da auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass uns das hier irgendwie
nicht ans Herz geht. Sortieren. Das hat sich schneller den ersten Teil rausgegrabt, als es überhaupt aktualisiert hat. Auch nicht schlecht. So, Energie, Solar Panel. Noch eins. Was brauchen wir jetzt für das Solar Array? 12 Titan. Kleiner schreiben. Passt mir auf den Zettel. 8 Graphen, da könnte es dann bald wieder kritisch werden. Und 4 Advanced Prozessor, das müssten wir sogar noch haben. Theoretisch alles, werden es gleich wissen. Ich sollte gar nicht erst Titania eingeben, aber ich mach's trotzdem. Hängen tut's ja so oder so, sobald ich Titan sage. Gut, dann eben nicht. Ich gebe ein Graphen. Achso, ich habe Titan B eingegeben, deshalb. Ja, es kann jetzt aber auch nicht sein, dass ich gar nicht mehr habe. Advanced Processor, nehmen wir die 4 schon mal. Requeste. Habe ich überhaupt gar kein Titan mehr? Das kann natürlich auch sein, dann müssen wir welche schnell holen gehen. Ne, kann nicht sein. Dachte ich mal, Titanium bauen, so was. Ja, nett. Ach, ist das schön, wenn man Ressourcen hat. Allerdings Titanium, Dura... Dahl und so, ne, müssten wir vorsichtig sein. Und was war's noch? Graphen. Müssen wir den schon wieder herstellen? Vorhin hatten wir alles verbraucht. Ne? Gut, dann Graphen. Hier. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, wo was ist. Davon brauchen wir 8, also brauchen wir 4 Carbon Plates, 4 Methanol, 4 Iodine. Ich weiß, was ich gerade gesagt habe, das interessiert mich aber nicht sonderlich. Okay, Inputs. Oder was anderes? Egal. Erst können wir wieder zurückschmeißen. Und Iodine. Erfresche. Oh. Quest. Wo kriegen wir Iodine her? Aus was kam das wieder raus? Also ihr seht, wie Fracking Universe in ganz schnell weiß gemacht. Ist noch nicht ganz Factorio, aber wir kommen die Sachen her. Strap, Schnell, bla bla. Kalisturm, Ryzen, Kelp. Kerop haben wir noch geerntet. Bin mir ziemlich sicher. Ah ne, das ist ja jetzt mit drauf gegangen, ne? Das ist doof. Dann Flashpile. Hier auch nicht mehr, schade. Mal auf Nummer sicher gehen, ja. Nix. Verdammt. Was ich auch gerade sagen wollte. wofür hatte ich den ganzen Mist? Ah ja, dann, das war für die Herstellung Solar Arrays, für die ich gehe nochmal Solar Array der Reihe nach. Wir wollten Solar Panel. Die haben wir. Solar Array brauchte. Graphen, das war's. Entschuldigung, ich bin halt etwas vergesslich und so. Die alten Leute sind manchmal. Ich tut mir auch leid. Wieso kann ich noch eins herstellen? Goldbahn, geht klar. 9 Stück. Ja, es bleibt bei diesen 9. Mehr will ich aber nicht rausholen. Ich habe Liquid Graph. Warum ist hier Liquid? Ich frage auch erst. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Ich kann noch irgendwelches Erz oder so. Ah, den kannst du auch noch rotzen. Der nicht hier reingehört, sondern hier hinten. Das sind die Liquids. Und hier war. Nee. Die war es nicht. Die, nur die Wasserstichstoff, was auch immer Zeugs, das hier reinlandet. Sei doch mal so nett und mach das mal zuerst. Und das Ephigium. An was arbeitet denn der gerade? Der arbeitet doch an gar nichts. Wo blockiert es hier? Was ist denn für Probleme? Guck mal, hier ist Titan. Nehmt das. Dankeschön, wir nehmen das mal kurz aus dem Kreislauf raus.
Also geht doch. Egal. Solary. Das ist zwar nur die kleine Version, aber das reicht. Jetzt können wir theoretisch einen Solar Tower machen. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, ich habe ja die große Batterie. Zerkesium mal 10. Vielleicht die Zahl noch davor scheinen, wenn nicht schlecht. 10 Quietus ist jetzt natürlich blöd. 4 Molecular Fiber. Kriegen wir hin. 4 Advanced Circuit. Das ist noch das Einfachste. Beziehungsweise der Käse ist einfachst, aber egal. So, Advanced Circuit. Gar keine. Okay, machen wir das. Ich soll diesen manuell klar abschreichen, habe ich das Gefühl. Zack. Molekulare Nanofiber. Wo kriege ich die her? Gut, das ist mal ausnahmsweise wirklich eine Fiber an der Stelle. Braucht synthetisches Material, dafür brauchen wir. Halt, was für einmal Nanofiber? Wir brauchen 4. Also brauchen wir 8-mal synthetisches Material und Graphen. Ach du Schande. Kohle, das ist alles. Wir brauchen nur Kohle. Okay. Das ist einfach. Davon haben wir noch ein bisschen was. Was der Klammer mit, Dankeschön. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Hoch. Hier habe ich zum Glück noch keinen Fahrstuhl eingerichtet. Mein Bein tut weh. Ich weiß, das ist gerade unglaublich spannend. Wahrscheinlich habe ich das sowieso noch auf Vorrat alles, aber egal. Zemble. Weiter geht's. Quietus bauen könnte jetzt ein Problem werden. Oder auch nicht. 10 davon. Wir müssen uns merken, dass uns der Vorrat davon ausgeht. Und Zerkesium. Ebenfalls bitte 10. Und ich muss schon wieder was essen. Das zeigt mir, dass die Folge zu lang ist. Eindeutig zu lang. Ich muss mir mal ein paar gekochte Steak wieder abholen. Nicht Panel, sondern Tower. Ich kann leider nur einen herstellen, aber das macht nichts. Wollen wir eine Windturbine unter daneben knallen? Nicht, dass ich hier allzu viel Wind gebe. So, ist doch schön, dass wir das geklärt haben. Mach das Kleid wieder an. Sehr gut. Ja, gut. Ja, gut. Hier ist gar nichts dran. Warum eigentlich? So, war da unten irgendwas Wichtiges? Nee. Ah ja, wir haben ja noch die ganzen Nanolab-Researches und so. Brauchen wir die hier eigentlich? Nicht wirklich. Wir können zum Spaß hier mit hinstellen, aber naja. Die Folge hat Überlänge, ne? Das ist nur so ein ganz kleiner Dezent. 33 Minuten geht noch. Das reicht noch, um mal kurz zu demonstrieren, wie wir uns das vorstellen. Aber wie viel Research hat sie in der halben Stunde angesammelt? Oh, plus 400. Das ist nicht viel. La la la. Wir haben eigentlich gar keinen Bedarf mehr an Research, muss nebenbei. Haben wir noch so ein Burning-Dingsbums? Nee, ne? Mach mal Licht. Machst du nicht noch? Ah ja, wir haben ja selber Licht. Was rede ich denn hier? Und dann... Ah, die Watches muss ich übersetzen. Darf ich nicht vergessen. Hätte ich jetzt glatt vergessen. Hier nicht. Wo ist unsere Beleuchtung? Die Dinger sind übrigens exorbitant groß. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal mitgekriegt habt, wenn ich das gemacht habe. Vor 2-3 Folgen. Oder 4-5 eher. Das trifft es wohl eher. Das Licht kommt hier rüber. Dankeschön. Jetzt kommen hier. Blub, blub, blub. Wir machen erstmal unsere 1, 2, 3 Etagen groß oder so. Ich habe keine Ahnung. Apropos Licht. Ich will mal gar nicht so viel Viecher auf einen Haufen haben. Die hat so.
Muss ja symmetrisch sein, oder? Ist das nicht auf der Seite? Könnt ihr oben wieder Tür oder so? Hier machen wir kurz zu. Müssen wir nach oben hoch so gehen. Entschuldigung. Au, mein Kopf. So, dann müsst ihr hier auch. Hier hoch, der Symmetrieweg. So, funktioniert. Das können wir dann oben machen. Okay. Hier müssten wir die Wand einrichten. Grabber machen wir nicht. Könnten natürlich auch in der Mitte hier genau den Platz für den Grabber und für das Dings da. Sieht aber unsymmetrisch aus, finde ich doof. Ne, also den hier können wir ja wirklich da Kabel nach links und gut ist, und dann kommt hier vorne einfach die Verkabelung rein. Für unseren. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen einen Grabber hier, einen Grabber hier. Wie weit gehen die Dinger? Teils 12, ja. Das war nicht, was ich wollte. Range 12, ja. Also bis hierhin wird er alles in den Räumen jeweils abgraben. Und das machen wir dann die ganze Etage hoch. Oh Gott, das kann dauern. Unsere Trawform stellen. So, Paneling mal kurz. Wie weit geht das? Zack, zack. Also, überhaupt so. Geh mal weg hier. Ach Gott, Drecksviecher. Ja, ist gut. Danke. So viel zum Thema, ich schaffe Platz. Okay, egal. Wir machen es einfach grundsätzlich und eine Diskussion so. Problem gelöst. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich später darum kümmern, das zu verschönern. So, dann stellen wir nämlich hier wieder unsere Trough hin. Kumpel, geh mir aus dem. Oh, gerade dabei. Ja, ist mir egal. Kann ich mal kurz meinen Mitarbeiter bewegen, herzukommen? Ja, dann komm her. Guck mal. Teleportiere dich mal hier hin. Guck mal, hier sind tolle Betten. Bleib einfach hier stehen. Blöd Mann. Blöd Frau, was auch immer. Kannst nicht einfach mit den Leuten. So. Storage Bitch, damit ihr wisst, dass das Essen hier rein muss. Was wir überhaupt gar nicht brauchen, oder? Die Dinger haben wir ja eignen. Richtig? Nein, haben sie nicht. Das war aus dem Storage Bitch Version 2. Das sind die, die ich gar nicht brauche. Wo sind die alle schon wieder mit Inventar hin? Grabber? Ich habe doch gerade eben Storage. Das sind Transfer-Devices. Habe ich nicht gerade eben noch? Die Watcher, da können wir nachher nochmal einbauen. Das bilde ich mir doch nicht ein, dass ich die gebaut habe, oder? Kommt alles gleich aufs Dach. Das sind die Bärlum. Ich sag mal. Frisst die hier wer? Oder habe ich die jetzt irgendwo mit abgelegt? Ja, so. Jetzt reicht's. Ich bin doch nicht komplett bescheuert hier. Wo ist denn der hin? Egal, Arbeitsverweigerung. Wird gemeldet. Was machst denn du da unten bitte? Duschst du dich da? Ich frag gar nicht erst. Ich sag mal, bin ich komplett behämmert oder sehe ich die gerade nicht? Power Relay interessiert mich. Transportation interessiert mich alles hier gar nicht. Das ist der eine Grabber, das ist die Kiste, das ist. Machen wir hier oben eine Podchest. Weg damit. Ich hab keine Storage Bitches? Das gibt's doch gar nicht. Verscheißert ihr mich gerade, oder? Habe ich die für irgendwas anderes jetzt verbraucht und es nie gemerkt? Das kann doch gar nicht sein. Ja, mir ist schon klar, die Item Transfer Device, aber ich habe doch nicht nochmal einen Stapel von den Dingern hergestellt. Gleich gehe ich an die Decke her. Laserdioden und Elektromagneten.
wie viel schlecht, ja. Komm, links im Glas. Keine Ahnung, wo die jetzt gelandet sind. Keinen lassen schon mal. Was habe ich gesagt? Egal. Kann man gleich wieder rausfinden. Das kommt mir echt blöd vor gerade. Gibt's doch gar nicht. Also mehr als sonst. Glas. Genau, da war ja noch was. Müssen wir die nochmal in die Wüste gehen, ein bisschen Sand holen. Oh oh, trinken Zucker. Ja, da weiß ich aber. Yay. Ich komme buchstäblich gerade blöd vor. Brauchte ich die überhaupt? Ja. Vor allem, ich habe die doch gerade in Hand gehabt. Die habe ich doch nie auf die Viecher fliegen lassen. Der Grabber. Ich weiß, wo die Dinger sind. So, hier haben wir 4 Storage. Na klar, die Dinger habe ich in die Hand genommen und dann bestimmt losfallen lassen. Ja, der Grabber das genommen. Ja, werden. Ich habe schon vermutet, in irgendeiner Kiste, die Grabber sind da aktiv, vollautomatisch. Ja, zum Beweis, hier in den Kisten sicherlich nicht. Genau. Auch nicht. Wenn ich jetzt aber hier hochgehe und mir den Grabber anschaue, habe ich hier eine Storage-Switch drin? Und hier wahrscheinlich jede Menge. Ne, auch nicht. Das ist doch vollkommen unmöglich hier. Ich verstehe es nicht. Also wirklich buchstäblich? Keine Ahnung, was hier los ist. Okay. Oh Gott, ich werde gleich blöd. Kann ich da oben irgendwo einspannen? Also. Die Troughs brauchen das Storage Switch. Noch Repeater, was auch immer. Haben wir einen Repeater gebaut? Capacity Sender? Ich komme mir richtig, richtig blöd vor. Interessiert das nicht. Die Lockerheit so nicht. Power Relay? Auch nicht. Hier habe ich 5 Large Power Sender. Ich frage gar nicht erst. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Brauchen wir später. Bin ich jetzt komplett bescheuert, oder? Ich kann doch nicht mein halbes Inventar verloren haben gerade. Das kann schon, aber... Die Frage ist, wo ist denn das jetzt hin, bitte? Okay, egal. Wir machen das jetzt so. Passt auf. Oh ja, Viecher, macht Platz. Danke. Ich will jetzt gehen im Bildschirm. Von mir ist da oben reingekrabbt, wenn ich jetzt 12 Jahre habe. Inventar. Eins. Wird ja reichen, fertig, weil mehr als die 3 kriegen jetzt eh nicht hin. Tür zu. Tür auf. Hier rein, dann machen wir das eben so. Wir werden da nicht diskutieren. Größere Viecher hinten, kleinere davor oder so. So, wir haben jetzt drauf. Die kommen wieder hier hin. Stellen wir wieder so rum. Storage Bridge davor, dann ist gut. Was zum Geil habe ich die mehr verbraucht? Das ist doch. Die sind dann oben irgendwo mit dem Torf im Auftauchen, so ist der Geier. Also ehrlich, ich komme mir wirklich blöd vor. Ich meine das. Wenn ihr das in den Aufzeichnungen irgendwo gesehen habt, sagt Bescheid. So, also wir können vielleicht mal das Glas jetzt hier. Damit der Raum auch abgeschlossen ist und gut ist. Auch. Da hier noch irgendwelche Schwierigkeiten mit Wasser gibt oder so auf einmal. Hier muss man ja mit allem rechnen. Lass mir Ruhe, Drecksviecher. Euch will ich gar nicht. Nichts will ich hören. Gar nichts.
das Ding da jetzt eigentlich eingesammelt oder hat der Grabber das? Ist der Grabber. Okay, whatever. Wie sieht's bei dir aus? Du auch nicht. Whatever. Wir können das noch nicht zumachen, werden das aber gleich machen. Gehen wir noch eine Etage hoch. Ne, jetzt brauchen wir jetzt noch nicht machen. Dann. Ob der Kumpane das da eingesammelt hat? Weiß der Geier. Brauchen wir ein Transfer-Device, um zu sagen, dass alles darüber geholt wird. Und eins, um zu sagen, dass Nahrung dahin geht. Also Slew. Das könnten wir mit der Assembly-Line hier versuchen zu automatisieren. Wisst ihr was? Das setzen wir in der nächsten Folge fort. Ist eine Langzeitaufgabe. Bis gleich. Dann, wie auch immer.